Da bin ich wieder. Frisch an die Mike. Und draußen schon so dunkel, dass man nicht mal mehr die Dunkelheit sieht. Ist alles weg. So, so wird es noch an. Sehr schön. Achso, siehst du, ja, der hat gefragt auf meine Frage mit, ob sie über meinen Test meint mit Audio chatten. Da meinte sie jetzt gerade wie mein Test. Und ja, da habe ich gesagt, ja, halt telefonieren, bla bla bla. Und dass das nämlich gar nicht geht, weil ich halt, also, ja, was genau? Dass ich hier weder Skype noch sonst irgendwas audiotechnisches Scheiße habe. Fuck. Egal, dass ich nämlich, ich habe hier bei mir keine Audio-Sachen wie Teamspeak oder ähnliches. Weil das Problem ist, ich hatte mal IRC. Das Problem ist, da konnte man seinen Namen nicht schützen. Das heißt, sobald ich selber mal rausgeflogen bin aus dem IRC-Channel, konnte sich jemand anderes als Volker anmelden und konnte sich dann als Admin quasi ausgeben von meinen Servern. Was natürlich blöd ist. Und bei Audio-Chat, so wie Mumble zum Beispiel, da weiß ich nicht, wie man die sinnvoll integriert. Fakt ist auf jeden Fall, bei meinen Servern ist nicht so viel los, dass sich sowas lohnt. Ich meine, wenn jetzt hier andauernd mindestens 10 Leute on wären, dann würde es was bringen, aber so. So, also, was muss ich machen, wenn ich das Euler richten will? Was brauche ich? Leider ist sowas auf meinen Servern gar nicht möglich, da es sich bei den paar Spielern nicht lohnt. So, okay. Jetzt habe ich dir eine nackte Wahrheit erzählt. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht nackt. Okay, haben wir hier Küche, da Allgemeinlager, dann würde ich mal sagen, können wir mal anfangen zu räumen. Das heißt, du kommst da rein, fangen wir direkt mal an. So, alles was irgendwie Lebensmittel zu tun hat. Das wird dann drum. So, die Sachen kommen direkt hier rein. Und da rein. So, Fertiggerichte kommen mal nach da oben. Random Sachen kommen einfach von links nach rechts. Was muss ich machen, wenn ich das einrichten will? Was brauche ich? Schreibt jetzt nochmal das gleiche? Viele Kartoffeln. So, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein und schon ist das erste Fach fast voll. Da rein. Vielleicht mach ich mal hier unten hin.
Ist ja eine vegetarische Küche, da wird Fleisch separat gelagert. Nee, aber vielleicht lohnt sich ja einfach nicht, dafür sind viel zu wenig Tiere und viel zu viel Gemüse. Von daher hier auch noch auf Fleisch zu gehen, das wäre verschwendetes Programm. Also, wie heißt das Programm? Mumble. Oh Gott, wird ein Doppel-B geschrieben, ne? Wow. Server legt das Grauen zurück. Was ist hier los? So, Zwiebeln haben wir auch. Die übertriebenst viele. Ups. Da bitte. Dankeschön. So, dann haben wir Zwiebeln. Davon haben wir auch massig. Deswegen packe ich es mal hier unten hin. Kriege auch ein eigenes Fach. Obwohl ich noch nicht genau weiß, ob das wirklich lohnt. Also, warte, Jackie. Will die von mir? Alles, was ich möchte, ist ein ruhiges, friedliches und gesittetes Leben. Okay. Dann kommt jetzt sowas wie Stroh und Weizen. Und die anderen Sorten, da ist noch eins. Und dann muss es noch eine Sorte geben. Da. Und dann die entsprechenden Samen. Das ist das Weizen. Dann ist Oat, dann Rye und Gerste. So, die ordne ich auch genau in der Reihenfolge an. Das heißt, du kommst nach da. Danke dafür. Da, da, da und die Sachen darunter. Perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Gut, Reis und so natürlich auch. Was gibt es hier noch? Das merke ich nicht. So, dann machen wir das mal. So, also das, die fünf schon mal die Sachen, die wir direkt so mit Samen haben. Ich hätte das. So, damit es mal ein bisschen übersichtlicher ist, mal fange ich jetzt schon mal an, hier die ganzen Chromressourcen rauszusortieren. Und ich glaube tatsächlich, ich mache doch mal ein paar richtige Kisten, also so eine 1x1 Kisten und nicht 2x2 Kisten. Die werde ich dann auch schlauerweise genau hier hinpacken, wo jetzt die Kisten stehen, was natürlich nicht geht, wo die Kisten da stehen. Ich hoffe, man kann meiner Logik folgen. Das heißt, wir sortieren sie erstmal hier unten hin, damit wir später wissen, das soll alles denn da rein. Haben wir noch mehr Pflastersteine? Nö. So, was da auch noch mit reinkommt, ist Sand. Nee, wir haben noch Pflasterstein. Im Crafting haben wir noch Pflasterstein. Oh, ist voll. Mist. Oh, ist auch was voll. Mist. Ach, Scheiße. Ja, zu viel. Definitiv zu viel. Was ja genau der Grund ist, weswegen ich da diese 1x1-Kisten benutzen möchte. So, von was haben wir noch massig? Von Blättern. Ja, von Blättern. Von den Blättern und von den Blättern und überhaupt und alles und heiliger Scheiße.
Also ja, ich brauche auf jeden Fall so eine Kiste. Und richtig. Das heißt, wir machen uns mal noch ein paar Bretter hier so. Bam. Da kriege ich jetzt Hallo. Das da bitte. 1, 2, 3, 4. Hä? Oh. Okay. Habe ich noch normale Kisten hier irgendwo? Ne. Oh, brauche ich da noch ein bisschen mehr Holz? Nein. Wie geht jetzt der Malerdorfer? Das heißt, ich brauche 6 Mal. Das war viel zu viel. Scheiße. So, und du einmal rein. Doch, passt doch. Easy. Mit Textcheck. Das ist immer das Problem, wenn ein Spieler mitspielt, wenn man eine Aufnahme macht, dann stellt er immer Fragen und muss sich immer zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ja. So, genau, jetzt haben wir hier die Drawer. Manche kommt da hin. Alter, was ist denn das Aufnahme, ey? Boah. Was spiele ich, oder ist die Viertelstunde wieder vorbei? Ich bin gerade komplett aus dem Zeitkonzept. Mal kurz gucken hier. Nee, kann doch gar nicht sein. Oh, doch. Bin ich wieder aus 12 Minuten. Was ist das? Warum ist die so groß und die so klein? Ich sehe das gerade nicht. Für die auch eine Viertelstunde ist? So. Ah, nee, schon ein bisschen mehr. Aber trotzdem nicht so viel mehr. Ja. Na gut. Ich würde mal sagen, ich mache trotzdem erst mal Feierabend, damit wir so im Zeitgefüge bleiben. Und dann müssen wir in der nächsten Folge mal gucken, wie ich die ganzen Blätterkisten da umgestapelt bekomme. Ich brauche echt mehr temporären Space, damit ich da ein bisschen rumschachteln kann. Ey. Naja, gucken wir dann mal.